Dann würde ich sagen, gehen wir nach oben in unser Zimmer, beziehungsweise Wohnung. Das war doch dann direkt hier nebenan, ne? Ja, genau, gut. Also wir haben nicht sonderlich weit zu laufen. Ach so, ja, stimmt. Das war ja andersrum. Das hier nicht, sondern so. Gut, ich bin jetzt in meinem Zimmer. In Ordnung, ziehen wir es durch. Ich rufe jetzt an, warte eine Sekunde. Okay, fertig. Da war ein ganz schöner Tumult. Also glaube ich, dass es geklappt hat. Versuche jetzt in 403 reinzukommen. Alles klar. Okay, da gehen wir sofort rein. 404. Niemand zu Hause. Error 404. Ja, ja. Entschuldigung. Okay. Es fehlt die Türklinke. Da ist eine 5 auf dem Kissen. Untersuchen. Da steht ein kaputter Kaffeetisch mit alten Büchern. Sieht aus, als ob es von Bedeutung wäre. Sieht nach Gerümpel aus. Okay, dann such weiter. Da muss noch was sein. Boah, wie übel. Mann, das ist ziemlich krank. Erklär's mir. Die Pony, sieh mal eine an. Da sind kleine Figuren. Dem Fleck im Blut nachzuurteilen, sieht es so aus, als würde eine fehlen. Das ist es. Ich weiß, wie wir ihn dran kriegen. Geh da raus und komm in den Keller. Das war viel zu einfach. Sanderson und Charlie haben beide diese komischen Spielzeuge gesammelt. Sie waren ganz verrückt danach. Mrs. Sanderson hat dieses ganz seltene oder sowas. Sie hat mir davon erzählt, wie ich ihre Toilette repariert habe. Ich wette mit dir, dass Charlie nicht widerstehen konnte, es zu nehmen. Es würde mich nicht einmal wundern, wenn er sie deshalb kalt gemacht hätte. Der Kerl war mir nie geheuer. Irgendetwas beunruhigt mich an ihm. Verstehst du? Oh, das ist verrückt. Dieser Typ muss dingfest gemacht werden. Wir können nicht mit einem Mörder im selben Haus wohnen. Genau. Und deswegen musst du dich in Charlies Raum schleichen und schauen, ob du das Spielzeug findest. Moment, warum muss ich das machen? Ich habe mich schon in 403 geschlichen. Charlie kann mich nicht ausstehen. Er würde mich nicht mal reinlassen. Behauptet, ich hätte Snacks aus seinem Raum gestohlen. Snacks! Blöder Fettsack. Okay, okay, ich mach schon. Sonst bekomme ich sowieso kein Auge mehr zu. Cool. Du bist der Beste, Sally. Hier, nimm diesen Sack. So kannst du das Spielzeug reingeben, ohne es zu berühren. Wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass du das schon mal gemacht hast? Ja, allerdings. Nein, ich sehe nur zu viel schlechte Filme. Sicher? Ich weiß ja nicht. Gut, aber wie zum Teufel komme ich jetzt da rein, ohne dass Charlie was davon mitbekommt? Guck da oben das Pony. Seht ihr das? Das oben in der Mitte? Das hat Blutspritzer an den Hufen. Oh, 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 Charlie. Nicht gut, mein Freund. Nicht gut. Was muss ich jetzt machen? Sally Face, mein Freund. Viel Glück. Jetzt. Ein Plastiksack, mit dem ich das Spielzeugpony aus Charlies Zimmer nehmen kann. Ich weiß, die sind so cool, oder? Ja. Okay, er sagt uns nichts Neues dazu. Scheiße. Wie kriege ich ihn hier raus? Wie kriege ich ihn hier raus? Warte mal, wir können doch jetzt bestimmt nach unten in die Eingangshalle. Ich glaube zwar nicht, dass hier jetzt noch irgendwas von Bedeutung sein... Ah, verdammt.
Typ ist immer noch da. Aber wie kommen wir denn jetzt zu Charlie? Ich gehe hier einfach nochmal alles durch. Mal gucken. Ob ich hier noch irgendwas finde. Ja, die ist immer noch zu. Okay. Hier sowieso. Er sagt uns nichts Neues. Kann es sein, dass ich gerade vorhin irgendeine Info nicht mitgekriegt habe? Ich gehe nochmal ganz kurz runter zu ihm. Wenn das jetzt zu lange dauern sollte, setze ich kurz einen Cut, ne? Nicht wundern. Charlie hat mich hereingelassen, aber ich komme nicht an seine Sachen ran. Sieht so aus, als müsstest du dir etwas anderes einfallen lassen. Irgendwelche Ideen? Alles, was ich über Charlie weiß, ist, dass er es liebt zu essen und Essen zu hamstern. Okay, ich lass mir was einfallen. Ist dieser Ort verflucht oder so? Was? Ach, nicht das schon wieder. Hat dich Chuck dazu angestiftet? Nein. Es hat sich nur komisch angefühlt. Wer ist Chuck? Er ist das dicke Kind in Nummer 3. Normalerweise kannst du ihn nicht verfehlen. Aber egal. Ich glaube nicht an Geister. Hab niemals einen mit den eigenen Augen gesehen, verstehst du? Ich denke schon. Spielst du den Song nochmal? Gut, ja, können wir gerne machen. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Heavy Metal Fan. Ich habe jetzt überhaupt nichts vom Text verstanden. Aber gut. Sogar hier. Wie gut ist das denn? Etwas mit Essen. Wir haben hier einen Snackautomaten. Aber es ist nichts für uns. Er hat uns von Chuck erzählt. Ist Lisa mittlerweile fertig mit Zaubermachen? Ja! Ich glaube, das ist Chuck. Hey. Oh, hey. Ich bin Sal. Ich bin gerade erst eingezogen. Kannst mich auch Sallyface nennen. Chuck, freu dich kennenzulernen, Sallyface. Nett, dich kennenzulernen, Chuck. Wie bist du zu seinem Spitznamen gekommen? Hä? Welcher Spitzname? Ah, vergiss es. Hä? Glaubst du, dass es hier spukt? Wieso? Hast du auch etwas gesehen? Ja, das glaube ich zumindest. Ich wusste es. Ich wusste, dass ich nicht verrückt bin. Du hast den alten Mann gesehen? Alter Mann? Nein, ich denke, es ist nur ein verrückter Obdachloser. Der pennt manchmal im 5. Stock. Aber ich habe da einiges gesehen, Alter. Verrücktere Dinge als den alten Sandler. Sachen, die sich von selbst bewegen und komische Geräusche machen und so. Verstehst du? Ich versuch's allen zu erzählen, aber keiner glaubt mir. Also, ich glaube dir. Oh, danke, Sallyface. Oh, ich habe mal ein Mädchen gesehen. Hä? Ein Mädchen? Ich dachte, sie gehört zu einem Sandler, aber sie ist einfach abgehauen. Deshalb habe ich mich mit meinem Schlüssel im Badezimmer abgesperrt. Streicht bitte das mich. Es ist so gruselig. Moment, du hast einen Schlüssel zu 504? Klar, hab ihn am Boden gefunden. Dann sollten wir gemeinsam nachschauen gehen. Nie im Leben. Da gehe ich nicht rein. Da leben Gespenster. Wie wäre es, wenn du mir den Schlüssel borgst, damit ich nachschauen kann, ob es dort sicher ist? Ich kann dir nicht einfach den Schlüssel geben. Aber du könntest mit mir tauschen.
Willst du tauschen? Wenn du mir den Schlüssel borgst, gebe ich dir... Funkgerät? Würdest du es gegen das Funkgerät tauschen? Gehört das nicht Larry? Das kann ich nicht nehmen. Okay, vielleicht nimmt er was zu essen aus dem Keller. Das könnte vielleicht etwas sein. Okay. Oder auch nicht. Shit. Kann Larry uns helfen? Ups, falsch rum. Später, okay. Larry kann uns nicht helfen. Das ist zu, da können wir auch nicht ran. Boah, ist das in der Küche hier hinten so dunkel, Alter. Was zur Hölle? In seinem Badezimmer ist auch nichts. Ich denke gerade noch an die Schlaftabletten von uns, beziehungsweise von unserem Vater. Aber ich bezweifle. Nee. Okay. Das geht nicht. Dammit. Mit was kriege ich ihn denn jetzt? Ups, nein, ich wollte nicht raus. Gizmo pennt noch bei uns. Ansonsten haben wir hier nichts. Oh. Wenigstens versucht er jetzt, sich nicht mit Bier voll zu dröhnen, wenn nicht das Leben aufzugeben. Nicht mich aufzugeben. Cool, ein $1/4. Jackpot. Naja, da unten liegt aber immer noch ein Flachmann, ne, mein Freund? Ich hoffe, das hast du nicht übersehen. Scheiße. Es ist so fürchterlich, Mutter und eine Ehefrau zu verlieren. Das war dann wohl auch das Grab aus dem Intro, fällt mir gerade wieder ein. Wie hieß sie? Diana? Oder Diane Fischer? Diane? Ich bin immer noch nicht wirklich hungrig. Ich heb mir den $1/4 lieber für etwas anderes auf. Aber du könntest Chuck etwas zu essen kaufen. Oder wir geben den $1/4 Chuck. Das können wir natürlich auch probieren. Könnte sogar klappen. Willst du tauschen? $1/4. Oh Mann, verdammt, ja. Nimm das. Gut, wir haben den Schlüssel mit einem Totenschädel zu 504. Hui. Ab ins Badezimmer. Oh Gott. What the fuck? Ist da jemand? Alles in Ordnung, ich tu dir nichts. Ich bin dein Freund. Wer bist du? Ja klar. Ich heiße Sallyface. Du hast einen komischen Namen. Hast du keine Angst vor mir, Sallyface? Nein, natürlich nicht. Okay, super. Wieso hast du zwei Rossschwänze? Das tragen doch nur Mädchen. Hey, wer sagt, dass nur Mädchen Rossschwänze tragen können? Ich mag auch Pferde. Mit Rossschwänze sind Pferdeschwänze gemeint. Das ist ein bisschen komisch übersetzt hier. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Du bist lustig, Kleiner. Wieso hast du vorher geweint? Jeder läuft nur weg, wenn ich mit ihm sprechen will. Ich bin hier oben richtig einsam. Das verstehe ich. Ich bin auch oft einsam. Es muss schlimm sein, immer allein zu sein. Naja, ich bin nicht ganz allein. Da sind...
Hallo? Kleines Mädchen? Bist du noch da? Oh. Welcher Idiot war das denn jetzt? Altes Abführmittel, was? Das könnte ich gebrauchen. Aber ich muss es mit etwas anderem vermischen. Wer war... Oh, Chuck. Chuck, was machst du hier oben? Das frage ich mich auch. Ich dachte, du hast Angst vor diesem Raum. Hab ich, aber du warst so lange weg, da musste ich mal nachsehen kommen, nicht wahr? Nachsehen, dass dich die Geister nicht erwischt haben. Danke, Alter. Mir geht's gut, mich hat nichts erwischt. Sehr gut. Vielleicht solltest du den Schlüssel lieber behalten. Ich komme hier sowieso nicht gerne rauf. Dir scheint das eher zu gefallen. Okay, dann behalte ich ihn. Aber du kannst ihn dir immer ausborgen, wenn du willst. Okay, abgemacht. Okay, Larry will auch nicht hier hoch. Ich mag diesen Ort wirklich nicht. Toll. Jetzt hat er sie verjagt. Kann ich nochmal rein und mit ihr reden? Na, ich kann sie auch nicht rufen oder so. Schade. Schade, schade. Und was mache ich jetzt? Es ist alles ein bisschen... Upsa. Falsche Taste. Hey, Chuck. Hallo, Sallyface. Okay. Verdammt, ich dachte, wir könnten nochmal mit ihm reden oder so. Probieren wir es nochmal bei Larry, bevor ich jetzt nochmal zu Charlie gehe. Ups. Nö. Dammit. Sagt ihr mir noch irgendwas Neues? Nee. Schade. Wie kriege ich ihn denn jetzt hier raus? Der Schlüssel für 504. Damit sollte ich die Badezimmertür öffnen können. Chuck hat einen Totenkopf und gekreuzte Knochen draufgeklebt. Bekomme das Spielzeug. Ich hänge gerade ein bisschen. Tatsächlich. Verdammt. Ah, sehr gut. Ich kann mit Lisa reden. Ich habe Larry getroffen. Hey, super. Freut mich echt, dass ihr euch treffen konntet. Mich auch. Es ist schön, wieder Freunde zu finden. Larry ist echt nett. Ich wusste, dass ihr euch verstehen werdet. Brauchst du Hilfe? Machst du dich über mich lustig, weil ich immer noch dieselbe Stille aufwische? Das ist schön. Sehr schön. Naja. Ich arbeite gerne gründlich. Aber ehrlich gesagt bleibe ich manchmal in meinen Gedanken hängen und verliere jegliches Zeitgefühl. So kann man das natürlich auch umschreiben, wenn der Charakter nicht die Stelle wechselt. Es ist, ja... Cool, dann bin ich genau wie du. Ich wusste sofort, dass du ein kreativer Typ bist, wie mein Larry. Super, dass ihr euch versteht. Manchmal mache ich mir Sorgen um ihn. Worüber machst du dir Sorgen? Aber ich sollte dich nicht damit belästigen. Positiv denken. Ja, aber... Ach. Was? Nein, ich war noch nicht fertig. Ah... Gut. Larry, hilf mir, mein Freund.
fest. Das ist echt nervig. Was mache ich denn jetzt? Wie komme ich an dieses verdammte Spielzeug? Vielleicht kann ich mit dem Detective reden. Das ist jetzt noch so der einzige, der mir jetzt noch einfällt. Oder mit Edison. Warte mal, wir können uns Tee holen von Edison. Guten Tag, junger Mann. Neuer Bewohner des Edison Apartments, Zimmer 402. Wie kann ich Ihnen helfen? Edison, Tee. Bitte und danke. Kommt sofort. Hier, bitte, mein Herr. Wohl bekomm's. Oh, wie süß. Wir haben Tee. Edisons Tee. Riecht irgendwie komisch. Das Zeug werde ich sicher nicht trinken. Ah, Larry hat doch gesagt, den mögen die Erwachsenen. That's it, boy. That's it. Charlie, ich hab hier was für dich. Guck mal. Kann ich dir den nicht geben? Ah, rieche ich da nicht Edisons Tee? Ja, ich habe gerade einen von... Oh, ich liebe Edisons Tee. Gib her. Alter, die Animation. Ach, er schmeckt so gut. Und er entspannt. Ei, das ging schnell. Eieieiei. Oh, ich bin wohl einen Moment eingenickt. Ich hoffe, du hast nicht versucht, eines meiner Ponys zu nehmen, Sal. Ich habe gerade angefangen, dich zu mögen. Ich würde nicht mal im Traum daran denken, Charlie. Sehr gut, da bin ich aber beruhigt. Also für den Fall, dass du noch Tee von Edison holst, hätte ich gerne auch noch ein Schlückchen. Mit der Mr. Edison gibt mir heute keinen mehr. Ist das irgendwie so eine Art Droge, dieser Tee? Was zum Teufel ist da drin? Das ist echt weird. Okay, wir kriegen tatsächlich noch mal Tee von ihm. Cool. Zwei. Ich habe Tee von Mr. Edison. Wunderbar. So entspannt. Kann ich jetzt vielleicht da dran? Verdammt. Okay, wir müssen ihn schlafen lassen. Huch, was? Hey, komm mal her, stand da gerade. Ich glaube, das war Larry. Okay, er nimmt uns gerade unser Dilemma ein bisschen ab. Das finde ich sehr nett von ihm. Ich habe Charlie Edisons Tee gegeben. Super Idee. Ich wette, der ist sofort weggepennt. Es hat leider nur für eine Minute gewirkt. Ach, wenn wir das nur ändern könnten. Ich habe da so eine Idee. Ich habe Schlaftabletten bei uns. Ha! Sieh mal eine an. Kombiniere, kombiniere. Warte mal. Holen wir uns zuerst den Tee? Und jetzt gehen wir hoch zu uns. Da. Badezimmer war hier hinten. Und dann mischen wir das mit den Schlaftabletten. Das wird diesen fetten Bastard ganz sicher aus Gefecht setzen. Gott, die sind leer. Ich will gar nicht wissen, wie viel wir jetzt reingetan haben. Oh Gott. Das jetzt schon kombiniert? Oh, Alter, guck mal, der ist grün. Edisons Tee mit ein wenig Schlafmittel vermischt. Wenn er das getrunken hat, wird Charlie nicht mehr so schnell aufwachen. Gott, sieht das aus. Sieht das einfach aus. Der Polizist ist wieder da. Habe ich gerade gesehen.
dann probieren wir mal unser Glück. So sehr ich das Zeug auch liebe, ich weiß nicht, ob ich davon noch einen Tropfen heute hinunterbekomme. So seltsam es auch klingen mag. Wirklich? Aber er ist ganz frisch und heiß. Naja, vielleicht. Nein, ich will es nicht übertreiben. Ich habe wahrscheinlich schon mehr als 20 Häferl gehabt. Ganz sicher? Das ist ein neues Rezept, das Mr. Edison ausprobiert. Ich hatte schon 3 Tassen davon und ich dachte, es wäre viel besser als die andere Sorte. Ich habe sogar... Oh, das muss ich ausprobieren! Gib her! Ach du Scheiße. Oh, was haben wir denn nur getan? Ach, das ist besser als der normale. Ich weiß nicht, wie er das... Errungenschaft freigeschaltet. Einschlafen. Ich hab das Spielzeug geschafft. Boah, total blutüberströmt, Alter. Das Pony-Spielzeug, das Charlie von Mrs. Sanderson gestohlen hat. Es ist irgendwie gruselig. Ja, das ist in der Tat sehr gruselig. Und damit gehen wir jetzt... war das hier oben? Zu dem Detective nehme ich an. Was tut sich, Herr Polizist? Wird dir nicht langweilig, wenn du den ganzen Tag hier stehst? Habt ihr den Mörder schon gefunden? Wenn ich herausfinde, dass du an Beweismitteln herumspielst. Besser gesagt, du kannst nur hoffen, dass ich es nicht herausfinde. Ich glaube, ich habe was gefunden. Wovon zum Teufel sprichst du, Kleiner? Naja, ich habe... Hör zu, ich habe hier zu tun. Wenn du was Wichtiges hast, zeig es dem Detective im ersten Stock. Was, mein Freund, hast du denn bitte hier zu tun, außer langweilig in der Gegend rumstehen und den Leuten auf den Sack zu gehen? Ganz ehrlich, Junge. Ah, wieso sind die denn immer alle so krantig? Hallo, Herr Detective. Hallo, Sal. Ich glaube, ich weiß, wer es getan hat. Hast du mit diesem Larry-Burschen geredet? Ich habe kein großes Vertrauen in vorbestrafte Teenager. Oh, ich, hör zu. Ich finde es nett, dass ihr Kinder helfen wollt, wirklich. Aber solange du keine Beweise hast, solltest du nicht anfangen, Gerüchte zu verbreiten. Ich habe Beweise. Lass mal sehen. Ist das Charlies Zimmer? Wie hast du das bekommen? Ich habe nur bei den Nachbarn Hallo gesagt. Wissen Sie, ich wollte mich nur mal vorstellen. Ich war da mit Charlie und er hat mir seine Spielzeuge gezeigt. Dabei ist mir aufgefallen, dass auf einem Blut drauf ist. Ich war mir sicher, dass es ein Beweis sein könnte. Also habe ich es in diesem Sack mitgenommen. Ach, sowas. Ein kleiner Möchtegern-Detektiv, was? Danke, Kleiner. Den nehme ich mit. Aber das nächste Mal kommst du mit so einer Info zu uns und bringst dich nicht selbst in Gefahr. Verstanden? Ja, Sir. Ganz sicher. Und jetzt? Welcome home, Edison Apartments. Okay. Wir können rausgehen. Das mache ich jetzt mal noch nicht. Ich versuche jetzt nochmal mit allen zu reden. Vielleicht gibt es ja noch was Neues. Mal gucken. Beziehungsweise, das war ja hier oben, ne? Ist der jetzt noch da? Ja, natürlich ist er noch da. Was frage ich eigentlich? Okay, sie haben ihn noch nicht mitgenommen. Aber der Typ ist schon mal weg. Dann gehe ich nochmal kurz runter zu Larry. Ups, schon wieder die falsche Richtung. Mann! Ich habe das Spielzeug. Hey, Mr. Smooth Criminal. Ich wusste, dass du es schaffst. Danke, Mann. Für einen Moment habe ich mir echt Sorgen gemacht. Kann ich mir vorstellen. Jetzt musst du es nur noch zum Detective bringen und dann ist es endlich vorbei. Das habe ich tatsächlich schon gemacht, mein Freund. Gut, gut. Ich
würde sagen, es gibt hier im Haus jetzt ansonsten nichts Großes mehr zu machen. Ich würde sagen, wir probieren uns dann mal nach draußen zu gehen. Gute Arbeitszahl. Jetzt kannst du ruhig schlafen. Ich bin unschuldig. Ich schwöre. Ich dachte, du wärst mein Freund. Naja. Gerichtsmediziner. Niemand war da. Also habe ich durch das Heckfenster in den Van geschaut. Boah. Es muss ein krasslicher Anblick gewesen sein. Besonders für ein so junges Kind, wie sie es waren. 15 Jahre jung und sie mussten schon Zeuge zweier Gräueltaten sein. Das muss sie sehr traumatisiert haben. Sicher, ich denke schon. Erst Jahre später kam Charlies Unschuld durch Neubeweise ans Licht. Nach zahlreichen Jahren, die er hinter Gittern verbringen musste. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie das hören? Ich bin nicht von seiner Unschuld überzeugt. Ja, das sagten Sie bereits. Warum fragst du mich dann, du Depp? Und Larry? Was soll mit Larry sein? Wie ich bereits sagte, der Typ war mein bester Freund bis zum Ende meiner Highschool-Zeit. Und nach ihrer Highschool-Zeit? Das hatten wir bereits. Nach meinem Abschluss haben wir uns aus den Augen verloren. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Es scheint sie aus der Fassung zu bringen, wenn ich von ihm rede. Ich weiß nicht, was es bringen soll, immer dieselben Fragen durchzukauen. Ich dachte, sie sollten mir helfen. Ich verstehe ihre Frustration, Sir. Wirklich. Ich möchte ihnen gerne helfen, aber sie scheinen etwas zu verheimlichen. Ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie ehrlich zu mir sind. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Unglücklicherweise ist unsere Zeit für heute auch schon vorüber. Warten Sie. Es geht um Larry. Es tut mir leid, Sal. Sie wissen, dass ich den Zeitplan genauestens einzuhalten habe. Bitte kommen Sie in unserer nächsten Einheit auf Ihre Gedanken zurück. Nächste Woche ist unser letzter Termin vor Ihrer Hauptverhandlung. Daher hoffe ich, dass Sie sich von mir helfen lassen. Ich denke nicht, dass Sie ein Mörder sind, Sir. Sind Sie wohl der Einzige. Danke fürs Spielen von Sallyface. Ah, das war die erste Episode. Ja, Leute. So viel dazu. Wir haben die erste Episode durchgespielt nach ungefähr einer ganzen Stunde. Ich denke, das ist schon mal relativ gut zum Reinkommen, was das Spiel angeht. Ja, hier haben wir jetzt auch wieder ein wunderschönes Bild der ersten Episode mit allen Charakteren, die uns irgendwie ja, betroffen haben, sag ich mal. Und wir haben jetzt schon mal einen relativ guten Background für den Anfang bekommen. Wie es weitergeht, sehen wir dann in Episode 2, 3 und 4. Ich guck mal, wann ich die aufnehmen kann. Ich habe sie nämlich noch nicht gekauft. Das muss ich nur machen. Und wenn ich das getan habe, in den nächsten Tagen oder auch vielleicht am nächsten Wochenende, mal gucken, werde ich dann nochmal neu aufnehmen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Sallyface Episode 2. Bye, bye.